Nun Harald Weinberg für die Fraktion Die Linke. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Lauterbach, unser Einheitsbeitragssatz, von dem Sie ja gerade sprachen, der würde bei der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung bei uns bei 10,5% liegen, also rund 5% weniger als jetzt. Das wäre in der Tat eine echte Reform und ein echter Fortschritt. Ja, 70 Millionen Versicherte in diesem Land fragen sich, was wird mit den Überschüssen gemacht? Das Geld, das ist ja schon gesagt worden, ist da, die 20 Milliarden Rücklage. Davon sind allerdings 9 Milliarden gebunden, das muss man real sehen, gesetzlich gebunden, die stehen so nicht zur Verfügung. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, erstmal zu fragen, wem gehört denn eigentlich dieses Geld? Nach Auffassung von uns gehört es klar den Versicherten, den Patientinnen und Patienten. Es gehört nicht dem Finanzminister. Und das will ich begründen. Es ist ja Konsens, eigentlich auch unter uns insgesamt Konsens, dass die Krankenkassen Leistungen erbringen, die nicht zu den ursprünglichen Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung gehören, also nicht zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheit dienen. Diese Leistungen sind zweifellos sinnvoll, wie zum Beispiel die kostenlose Mitversicherung der Kinder. Sie müssen aus Steuermitteln bezahlt werden. Nun ist die Bundesregierung schon vor Jahren zu der Erkenntnis gelangt, dass dafür jährlich etwa 14 Milliarden Euro aus der Staatskasse in den Gesundheitsfonds fließen müssen. Wenn ich mir nun anschaue, wie viel Schäuble und seine Vorgänger tatsächlich gezahlt haben, dann komme ich zu der mathematisch unstreitigen Erkenntnis, dass der Finanzminister zwar 2010 und 2011 in Summe 3 Milliarden zu viel gezahlt hat, die er jetzt zurückhaben will, aber 2007, 2008 und 2009 hat er insgesamt 29,8 Milliarden zu wenig gezahlt. Das macht per Saldo 26,8 Milliarden, die Herr Schäuble eigentlich im Soll ist. Von den Vorjahren ganz zu schweigen. Ich denke, wir brauchen in diesem Zusammenhang einen verlässlichen Finanzminister, der seine Verpflichtungen auch gegenüber dem Gesundheitsfonds, gegenüber den versicherungsfremden Leistungen erfüllt. Wir brauchen keinen, der sich an Versicherungsgeldern vergreift, weil er den Reichen bei der Besteuerung schonen will. Das ist genau das Gegenteil einer soliden Finanzpolitik. Und wir brauchen auch keinen Gesundheitsminister, der das mit sich machen lässt. Denn das ist das Gegenteil einer soliden Gesundheitspolitik. So, warum das Geld nicht als Reserve bei den Kassen lassen? Es ist ja gerade von Herrn Singhammer auch nochmal gesagt worden, man kann darauf die einfache Antwort geben, ein Teil muss ja auf jeden Fall in dem Fonds bleiben, muss bei den Kassen bleiben, weil es gesetzlich sozusagen als Rücklagen drin ist. Aber wir sehen ja jetzt aktuell, dass in der Tat dann der Zugriff des Finanzministers sehr schnell da ist. Und ich denke, man muss schon naiv sein, wenn man glaubt, dass er nicht spätestens nächstes Jahr wieder neue Ansprüche stellt. Insofern ist das unter Umständen nicht oder ist das mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Warum nicht den Beitragssatz senken? Es gibt andere, vor allen Dingen bei der Union, aber auch bei den Grünen, die fordern die Senkung des Beitragssatzes. Das klingt gut, klingt danach, als würde man den Versicherten das Geld zurückgeben. Aber das ist ja nicht so. Denn erstens käme auf diesem Weg erstmal nur die Hälfte bei den Versicherten an, die andere Hälfte käme bei den Arbeitgebern an, obwohl sie jedes Jahr 9,5 Milliarden weniger einzahlen als die Beschäftigten, weil wir ja keine paritätische Finanzierung mehr haben. Zweitens hat Schwarz-Gelb 2010 die solidarische Finanzierung der Krankenversicherung auf den Kopf gestellt. Seitdem gilt, je niedriger der allgemeine Beitragssatz, desto höher werden künftig die Zusatzbeiträge, die Kopfprämien, ausfallen. Und die zahlen die Versicherten alleine. Letztlich käme eine Beitragssenkung also in erster Linie den Arbeitgebern zugute. Wenn man also die Beitragszahler entlasten will, dann muss man das Prinzip, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils die Hälfte der Beiträge zahlen, wieder einführen. Es führt kein Weg daran vorbei. Was also tun? Unserer Meinung nach sollte man diejenigen, die in den letzten Jahren immer wieder mehr belastet wurden, ständig die Hauptlast von sogenannten Gesundheitsreformen getragen haben, nämlich die Patientinnen und Patienten, jetzt entlasten. Nicht nur, dass Leistungen gekürzt worden sind, allein in den Jahren seit 2004 haben die Patientinnen und Patienten zudem zu den bestehenden Leistungen x Milliarden Euro Zuzahlungen und Praxisgebühren geleistet. Die Linke will dieses Abkassieren der Kranken, dass das ein Ende hat. Deshalb fordern wir in einem Antrag die Abschaffung der Praxisgebühr und wir werden sehen, wie sich die Einzelnen noch dazu verhalten. Es freut mich sehr, dass SPD und Grüne nun auch selber erst einmal Initiativen ergriffen haben, die einst von Ihnen eingeführte Praxisgebühr abzuschaffen. Ich gratuliere zu der späten Erkenntnis, dass diese Eintrittsgebühr beim Arzt einer der vielen Fehler der Agenda 2010 war. Es freut mich fast noch mehr, wenn die FDP aus welchem Grund auch immer nun auch zum gleichen Ergebnis kommt. Denn zusammen mit der Linken, die die Praxisgebühr immer schon abgelehnt hat,
haben wir damit eine Mehrheit im Bundestag. Hätten wir eine Mehrheit im Bundestag. Ich höre, dass Sie ja nicht zustimmen wollen. Ja, und da möchte ich noch mal eins dazu sagen, weil meine Zeit jetzt auch gerade abläuft, ist das sozusagen der letzte Satz. Es handelt sich bei dieser Frage, bei dem Antrag um die Praxisgebühr, das will ich Herrn Lotter noch mal deutlich sagen, nicht um Klamauk. Ich finde, vielmehr Klamauk ist es, wenn man in Schleswig-Holstein beim Landtagswahlkampf Unterschriften gegen die Praxisgebühr sammelt, hier in diesem Hause aber dann einem Antrag, wo das möglich ist, nicht zustimmt. Das ist Klamauk. Und besser wäre es noch, wenn alle Fraktionen auch unserem weiteren Antrag, nämlich die Zuzahlungen zurückzunehmen, ebenfalls zustimmen würde. Ich befürchte, leider wird das nicht der Fall werden. Vielen Dank. Das Wort hat nun